wenn man nicht mit seinem tiefen Sein, mit seinem wahren Ich verbunden ist, sondern sich mit dem Verstand identifiziert und mit dem identifiziert, was die Gesellschaft von einem verlangt, was die Gesellschaft einem eingeredet hat, dann sind Freud und Leid einfach zwei Seiten der ein und derselben Medaille. Das heißt, es gibt nicht Freud ohne Leid und kein Leid ohne Freud. Weil man auf der Oberfläche des Ozeans schwimmt und sich von äußeren Umständen quasi lenken lässt. Das ist keine wahre Freud und das ist kein wahres Leid. Das sind einfach vom Verstand erschaffene Gefühlszustände, vom Verstand erschaffenes Leid und vom Verstand erschaffene Freude. Und diese tiefe Freude, die Freude des Seins quasi, die kennt kein Gegenteil. Das ist auch keine überschwängliche Freude, sondern das ist eine kontinuierliche Freude und ein kontinuierlicher Frieden, den man, egal was an der Oberfläche mit den Lebensumständen passiert, den man immer tief in sich spüren kann. Und wenn man sich freut oder auch Vorfreude hat auf irgendetwas, was noch gar nicht da ist, wo man sich quasi im Kopf, im Verstand irgendwas zusammenspinnt, wie geil es sein wird oder auch bei etwas voraussichtlich Schlechtem, wie schlimm es doch werden wird, wenn das mal eintritt und so weiter. Das sind alles erstens Illusionen und zweitens, wenn es dann auch soweit ist, wenn man sich also wirklich in dem Moment freut, weil man zum Beispiel äußerlich etwas bekommen hat, viel Geld gewonnen hat, einen One-Night-Stand hatte oder irgendwie von Freunden Anerkennung bekommen hat. Das ist die ganzen förmlichen Dinge, äußeren Dinge. Dann sollte man sich klar werden in dem Moment, dass aus diesem Freud irgendwann ein Leid werden wird, weil es quasi ein und dieselbe Medaille ist, weil es eben an der Oberfläche, das sind diese Gefühlszustände der Oberfläche. Und man kann versuchen, sich selbst zu finden, indem man gegenwärtig wird, im Hier und Jetzt lebt, versucht seinen Körper zu spüren, seinen Atem zu spüren, versucht zu meditieren, auf die Stille zu hören, den Raum zu spüren. Indem man das alles macht oder versucht zu tun und erkennt, was da eigentlich vorgeht, die Erkenntnis ist auch natürlich ein sehr wichtiger Punkt, dann kann man sich von dieser oberflächlichen Freud-Leid-Beziehung quasi lösen und kann in einen Zustand von dauerhafter Freude kommen. Und da, ich rede halt wirklich nicht von überschwänglicher Freude oder überschwänglichem Leiden. Natürlich kann an der Oberfläche es einem immer noch gut oder schlecht gehen, aber es wird den tiefen Kern nicht mehr berühren und man wird nicht mehr Angst haben, seine Identität dadurch zu verlieren oder irgendwas in der Art. Hoppala. Eichhörnchen, glaube ich. Auf jeden Fall ist es sehr wichtig, diese tiefe Freude zu spüren. Und an der Oberfläche dann das Ganze nicht mehr so ernst und nicht mehr mit dieser Schwere zu nehmen. Das dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.